Thema rein und reden unter anderem jetzt über Activision Blizzard. Ja, wir haben am Montag ja schon hier bei Update über Ubisoft geredet. Da gab es ja jetzt ja auch Vorwürfe von Diskriminierung, sexueller Belästigung im Studio von Ubisoft in Singapur. Und bei Activision Blizzard ging es ja letzte Woche ja sogar noch ein bisschen mehr ab. Und zwar nämlich gab es ja eine Klage nämlich vom California Department of Fair Employment and Housing, kurz DFEH, also DFAEH, nämlich wegen sexueller Diskriminierung von Mitarbeiterinnen. Da hat man nämlich die Klage eingereicht. Nun haben sich, wie gesagt, ja auch ehemalige und aktuelle Mitarbeiter bei Activision geäußert, von Activision Blizzard sich geäußert und wie in den öffentlichen und internen Statements mit den Vorwürfen umgegangen wird. Und das habe ich jetzt auch mal für euch ein bisschen zusammengefasst, wie das Ganze nämlich abgeht. Denn klar ist ja natürlich auch, dass diverse Leute von euch, die sich jetzt natürlich die Frage stellen, soll ich überhaupt noch die Spiele darum spielen? Wir haben ja gestern bei Kickoff schon, sagen wir mal, so ein bisschen darüber diskutiert, beziehungsweise darüber an sich nämlich geredet. Und ich kann euch natürlich aus eigener Erfahrung jetzt auch noch sagen, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, Spiele von Activision Blizzard boykottiert, dann müsst ihr eigentlich auch noch viele andere Sachen boykottieren, wo ihr sagen könnt, damit bin ich eigentlich nicht zurecht. Deswegen ist es aber immer noch am Ende eure Entscheidung. Dennoch, wie nämlich unter anderem auch das Finanzportal Bloomberg nämlich berichtet, wehren sich ja ehemalige und derzeitige Angestellte von Activision Blizzard ja dagegen via der Publisher mit der Klage wegen sexueller Diskriminierung nämlich umgeht. In der Klageschrift wird nämlich Activision Blizzard, wie ja gesagt, vorgeworfen, eine allein gegenwärtige Arbeitskultur wie in einer Studentenverbindung nämlich fördert, und aufgelistet werden ja Fälle von sexueller Belästigung, ungleiche Bezahlung und Karrierechancen für Frauen sowie Vergeltungsmaßnahmen für diejenigen, die sich zur Wehr setzen. Also die halt sich dagegen wehren, dass sie halt quasi wie ein Sexobjekt behandelt werden, fliegen raus. Ja, die Vorwürfe werden halt in vielen Fällen mit konkreten Beispielen veranschaulicht, und eine offizielle Stellungnahme gibt es sogar von Activision Blizzard. Nämlich Kotaku zitiert nämlich die offizielle Stellungnahme des Unternehmenssprechers. Dieser erklärt zwar einerseits, man nehme die Vorwürfe sehr ernst, man werde sie auch untersuchen, bezeichnet aber das Verhalten der klagenden Behörde allerdings gleichzeitig als, Zitat, beschämend und unprofessionell. Die Beschreibung, die Behörde von Blizzards Vergangenheit aufzeige, so der Sprecher, sei in vielen Fällen falsch oder verzerrt. Entweder versucht man wirklich eine riesige Katastrophe bei Activision Blizzard zu vertuschen, oder ist es wirklich da gar nichts passiert? Das kann man nicht sagen, aber was natürlich dann die ehemaligen Mitarbeiter sagen, das sollte man denen auch eher glauben. Der Bloomberg-Journalist Jason Schreier hat auch auf Twitter zwei sehr unterschiedliche E-Mails veröffentlicht, die nämlich auch die Reaktionen der Belegschaft von Activision Blizzard nämlich gesendet wurden. Die erste Mail stammt vom Präsidenten von Blizzard, J. Allen Brack nämlich, und enthält eine ausführliche Entschuldigung deswegen. Ja. Brack bezeichnete die Klage als extrem beunruhigend, kündigte auch an, sich mit diesen Betroffenen treffen zu wollen und Fragen zu beantworten, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Eine andere E-Mail kommt von der leitenden Vizepräsidentin Frances Townsend nämlich. Da steht, eine sehr andere Art von Mail kommt nämlich daher, wie Schreier in seinem Twitter-Thread nämlich bemerkt hatte. Die war nämlich, Frances Townsend war nämlich im Übrigen zwischen 2004 und 2007 die Homeland Security-Beraterin des damaligen US-Präsidenten George W. Bush. Ja, ziemlich heftig, ne? Sie erklärt darin, die Klageschrift zeichne ein verzerrtes und unwahres Bild von dem Unternehmen. Ob man das natürlich auch bei den Republikanern so gelernt hat, I don't know. Würde man von den heutigen Republikanern, glaube ich, direkt so wahrnehmen, würde ich mal einfach mal sagen. Nun wehren sich ehemalige, aber auch derzeitige Angestellte in einem Brief gegen den Umgang mit diesen Vorwürfen natürlich, und in diesem von Bloomberg zitierten Schreiben an die Führungsriege von Activision Blizzard werden Statements
vom Unternehmen sowie dessen Rechtsbeistand und das interne Statement von Francine Townsend als abscheulich und beleidigend halt bezeichnet. Ebenfalls halt. Ja, die Unterzeichner des Briefes fordern sofortige Korrekturen von höchster Ebene der Organisation. Also man verlangt anscheinend sogar auch, dass bestimmte Leute, die dafür zuständig sind, die das halt oder die dafür verantwortlich sind, dass es so weit gekommen ist, dass es ja zu Entlassungen nämlich kommt von denen. Und es heißt unter anderem, wie gesagt, bezüglichen Aussagen der Opfer, ich zitiere, die Aussagen, die gemacht wurden als verzerrt und in vielen Fällen falsch zu bezeichnen, schafft die Unternehmensatmosphäre, die Opfern keinen Glauben schenkt. Das bringt außerdem Zweifel darüber auf, ob unsere Organisation fähig ist, Missbraucher für ihre Taten verantwortlich zu machen und ein sicheres Arbeitsumfeld für Opfer aufzubauen. Ja, außerdem heißt es auch, man werde sich nicht zum Schweigen bringen lassen und nicht beiseite treten und nicht aufgeben. Also man wird weiterhin natürlich versuchen, die Schuldigen hinzustellen und zu sagen, ihr seid schuld dafür, dass das Unternehmen, sagen wir mal, kein gescheites Arbeitsklima hat. Und nach Angaben von Bloomberg haben schon bereits am vergangenen Montag nämlich, also vorgestern, fast 1000 Personen diesen Brief unterschrieben. Ende letzten Jahres hatte Activision Blizzard Stand damals halt, wie gesagt, 9500 Angestellte. Und mal schauen, wie viele das dann noch werden. Also 1000 haben es schon mal getan, Personen, aber es handelt sich dabei wohl wahrscheinlich auch um ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens. Also man könnte sagen, es ist auch halt entsprechend ein kleiner Teil der ganzen der ganzen Belegschaft von Activision Blizzard. Ihr habt euch da auf dem Laufenden bei Dercho TV selbstverständlich, weil es ist sowieso halt auch ziemlich schlimm, wenn man sich so denkt, hey, die Games-Branche, da arbeitet doch jeder mit jedem zusammen. Ubisoft und Activision Blizzard zeigen geradewegs, dass es leider nicht so ist, aber auch wenn es in anderen Unternehmen eher friedlich ausschaut und so, da sind aber zwei Beispiele halt jetzt aufgetreten, die halt geradewegs nicht das beste Beispiel von anderen Unternehmen vielleicht zeigen.